So, damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2023 Projekt, ein Schumacher im Ferrari. Und wir starten ins Rennen rein mit einer unterschiedlichen Strategie. Selbstverständlich gucken wir, dass wir Mick vielleicht wieder nach vorne holen, auf Platz 1, damit er das Rennen gewinnen kann. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne liken, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und ich würde sagen, auf geht's. Es werden die letzten Kontrollen an den Autos vorgenommen und in Kürze geht es hier los. Lando Norris hat eine weitere Chance zu sehen, was mit diesem Auto drin ist. Los geht's mit dem großen Preis von Aserbaidschan. Das Startsignal erlischt und los geht's. Charles Leclerc macht Druck, der ist mit Softs gestartet. Verstappen, Russell im Red Bull Soft Medium. Norris der einzige mit harten Reifen. Dann müssen wir mal eine Runde Gas geben. Das Mick schon davor. Gucken, vielleicht kann er sich an Charles Leclerc dran heften. Ja, ein bisschen problematisch mit den Mediums, wie ich das sehe. Wir müssen gucken, die Strategie ist knapp geplant. Wollte aufgehen, aber wenn nicht, wechseln wir auf die harten Reifen. So, Mick hat auch die schnellste Runde gefahren. 46, 1, 2 Sekunden schneller als Norris. Verstappen ist gut unterwegs. So, die Reifen von Charles Leclerc lassen nach. Er könnte bereits jetzt schon deutlich schneller. Wir versuchen das aber noch ein bisschen hinaus zu zögern. Da geht er sogar vorbei. So, Charles Leclerc wird gleich wieder versuchen zu überholen. Mit DRS gehe ich mal von aus. Jupp, zieht raus.
Ab der nächsten Geraden, dann gucken wir mal, dann werden wir mal eine Runde. Okay. Alles Tempo fahren. Gelbe Flagge. We've had a big crash here. Debris everywhere. Das war nicht so gut. Keine Strafe. So, Mick Schumacher vorbei an Charles Leclerc. Ich würde sagen, eine Runde volle Pulle. Direkt aus dem DRS-Fenster raus. Haben aber auch schon einen guten Reifenvorteil. Jetzt Zeit im Mittelsektor. Das wird sich zum Ende hin auch nicht ändern. Also kommt noch mal eine schnelle Runde. 1:45.458. So, und dann lohnt es mal Lando Norris auch an Charles Leclerc vorbei. Allerspätestens mit DRS hier auf der Geraden. Eins, schneller in der Runde sogar als Mick gewesen. Leclerc schneller als Verstappen und Russell. Perez kann das Tempo nicht mitgehen. Lando Norris fährt sogar noch mal Bestzeit im Mittelsektor. Der könnte jetzt die Bestzeit von Mick knacken. Das ist der absolute Wahnsinn. Und Mick hat seinen Stopp hier in der Richtung drin. Oh, Norris war wieder schneller und ist an Mick vorbeigefahren. Jetzt lassen wir Mick ein bisschen ziehen, Sprit sparen. Beide sind sehr, sehr gut unterwegs, haben insgesamt auch einen guten Vorsprung schon auf Charles Leclerc. Offensichtlich wird das unser Jahr bei Ferrari. Und es ist jetzt schön zu sehen, die Rundenzeiten der anderen lassen deutlich nach. Norris kann mit den harten Reifen das noch gut gehen. Und Mick kann auch noch mithalten. Aus mit Russell. Ja, der kann auch noch einen Ticken schneller. Ich weiß, die Softfahrer werden bestimmt bald reinkommen. So, wir haben mal wieder veranlasst, dass sie die Plätze tauschen. Perez geht in die Box. Als erster wollten wir Lando Norris reinholen. Wir gucken mal, ob wir das auch noch so machen oder nicht. Schauen erstmal, was Mick jetzt noch so für Rundenzeiten fahren kann. Noch schneller als Mercedes und Red Bull. George Russell hat auch Reifen geschont. Wahnsinn. Und Norris kann jetzt auch mithalten. Sich ziehen zu lassen funktioniert ganz gut. Hinterbleiben. Charles Leclerc geht in die Box. Hatte die Softs drauf. Fährt mit Mediums wieder raus.
Das heißt, da sollte nicht viel dazwischen kommen. Nazi im Haas. Lawson gegen Ricardo. Da ist auch noch Albon im McLaren dahinter. Und nicht beide dadurch. Der Ball in der Box. Oder dauert was. Und dann auch noch Doppelstopp. Was ist hier jetzt genau passiert? Max Verstappen kommt an die Box. Oh, da haben sie Probleme bekommen. Das ist ziemlich bitter. 35 Sekunden Vorsprung. Sainz auf Platz 4 mit dem Medium Stroll auf Platz 5, jetzt Platz 6. Perez, Verstappen, die haben frischere Reifen. Wohl wird da vorne aufhalten. Ja, kann man jetzt schön normal fahren. So. Lando Norris wird zum Stop gehen, kriegt die Mediums. Fahrt. Da Leclerc kommt Stück für Stück aktuell ein bisschen näher, aber das ist kein Problem. Ach. Der Stopp war überhaupt nicht gut. Nee, das gucken wir uns lieber nicht an. So, wir werden auch Mick Schumacher reinholen. Hoffen, dass der Stopp glatt geht. Jawoll. Norris gleich über Startziel. Jetzt muss ich Mick kurzzeitig dahinter einsortieren. Auch nicht das Problem. Ruhig Blut. Und wir gucken mal, ob wir eine extrem schnellste Runde hinkriegen mit Mick Schumacher. Jetzt erstmal lassen wir ihn vorbei, damit er den überschüssigen Schwung mitnehmen kann. Schade, da hätten wir auch noch schon direkt volle Pulle DRS nehmen können. Aber lila Sektor werden. Wird es auch. Aber selbst Lando Norris mit dem Mediums kann gut mithalten. Lila Sektor 2. Gucken wir mal gleich, was auf dem Tacho steht. 42.991. Eine sehr schöne Zeit in den Asphalt gebrannt.
und ich sag mal anständig fahren jetzt. Team Order quasi. Debris on the main straight. Wolf verwickelt, unter anderem. Rote Flagge. Milde ausgedrückt. Und auf diese Weise beginnen die Hoffnung des Teams. Natürlich einen neuen Satz mit. Geht ums Aufziehen. Das ist sehr bitter. Die Fahrer warten erneut auf den Countdown. Eine Art Déjà-vu. Bin ich der Einzige, da ist noch mehr mit Gelb. Und los geht's. So, Russell. Pick up the pace. Uiuiui. We've had a big crash here. Es geht richtig heftig zur Sache hier. Keine Strafen heute. So, Russell muss sich ins Zeug legen. Müssen gleich aus dem DRS-Fenster rauskommen, hoffe ich. Nur noch wenige Runden. Lando Norris ist an Russell dran. Hier wird nichts Besseres, als ihn zu attackieren. Und Norris, komm, mach volle Pulle Stress. Damit Russell ablassen muss. Dann geht er vorbei. Ja, die schnellste Runde. Ob wir ein bisschen tricksen können. So, durch das Bummeln haben wir schon mal fast 2 Sekunden hier gewonnen. Ob wir das noch ein bisschen fortsetzen können. Letzte Runde. Russell hat Norris überholt. Werden wir aber gleich gerade biegen und seht euch an, wie aggressiv Norris hier fahren kann. Sollte es vorbeigehen,
Mick beginnt seine letzte Runde. Lila Sektor für Norris. Fährt Russell direkt aus dem DS-Fenster mal eben raus. Aber guck mal, wir lassen ihm nochmal eine schnelle Runde fahren. Dann kann er die beste Runde noch einmal unterbieten. Wie schnell er mal eben ist. So, Platz 1 und 2 wieder für Ferrari. 41,347, schnellste Runde. Das ist Schumacher als erster im Ziel. Mick Schumacher hat für seine Leistung wirklich Lob verdient. Yep. 25 zu 19 Punkte. Die Rennsiege, 4 Podiumsplatzierungen. Sehr, sehr schön. Damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.